Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Was macht denn er? Dumm rumstehen. Was mit Klimmzüge? Also, ach so, okay. Klimmzüge. Und eins und zwei und drei. Puh, ganz schön schwer. Gib das Wasser wieder um. Und eins und zwei und drei und vier. Aber geil, wie schön das animiert ist, muss ich auch mal sagen. Das echt? Wasser? Oder das ganze Spiel an sich? Das ganze Spiel, wie er auch so arbeitet zum Beispiel. Ja, wie er da so rumsteht. Wenn er mal was macht. Das ist gerade ein schlechtes Beispiel. Vorführeffekt. Nee, passt schon. Oh, ich hab's ja auch schon ein paar Mal gesehen. Oh, der Schneider ist fertig. Fast fertig. 4%, Leute. Ah, da kommt einer. Nicht abhauen, nein, hier rein, genau, brav. 2 Meter vorher stirbt er hinlegen. Einfach so, alte Schwäche. Nicht davor hinlegen, du Idiot, mach was. Das Brett hätte auch noch mal eben dran nageln können, ja, wenn er schon mal da war. Nö, das macht wer anderer. Feierabend! Die Hütten, die wir da von einer halben Stunde in Auftrag gegeben haben, sind auch schon echt weit gekommen. Stimmt. Nicht mal noch angefallen, yeah, nicht mal noch angeguckt. 50 Holz haben wir noch, okay? Geht ja sogar noch. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass dann eigentlich mal mehr Personal einfach nur da ist, um zu bauen, aber... Jetzt liegen ja schon 2 tote Pferde vor der Kirche. Ist nicht, ja. Da kann vielleicht endlich mal noch ein 15. Pionier kommen? Vor allem, was haben die noch für Bedürfnisse? Die haben doch alles eigentlich erfüllt, oder? Ist alles so grün-gelb. Alles bis auf Wohnraum. Wohnraum? Das, zoom mal eben hoch. Rauszoomen, meine ich. Entschuldigung, nach oben. Ja. Die Kamera. Und dann, warte mal. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, es fehlt Wohnraum. Derzeit können von den 14 Leuten können nur 12 schlafen. Okay. Das ist vielleicht der negative Abschreckpunkt für die Drum Stadt. Drum steigen sie nicht auf? Hm. Ist ja echt so eine Teufelsspirale. Bis die mal so eine Hütte gebaut haben, sind schon wieder 10 Leute. Da wollen ja 2 Leute in so eine riesige Hütte rein. Also ah, wir haben 15! Ah, no, wir haben 15! Ja. Ah, geil! Wir können einen Bahnhof bauen. Was können wir denn noch bauen? Einen Bahnhof. Und eine Getreidefarm. Also ganz ehrlich, da wären Fischer irgendwie geiler mal. Ja, vor allem schneller zu Essen zu kommen. Hallo Jake, grüezi. Moin. Getreidefarm produziert Korn. Dann von Frühling bis Herbst erfolgen. Naja gut, bis das Gebäude steht, ist es eh Herbst. Und was der macht der Bahnhof? Tja. Was auch immer. Kann nur einmal auf vorhandenen Schienen gebaut werden. Mhm. Ja, vielleicht liefert er auch Waren. Oder er bringt schneller mehr Leute ran. Das kann es natürlich auch sein. Hm. Nachteil? Wir haben nie an den Platz gedacht. Und doch, oh, da oh, war noch eben. Ja, ja, da war es eh nicht so schlecht eigentlich. Jo. Direkt beim beim Rathaus. Hm. Gut, die eine Straße muss neu gemacht werden, aber hey, YOLO. Nein, nicht die eine Straße. Die war so wichtig. Revolverheld ja, ist auf dem Weg nach Ando. Ich würde sagen, bei dem Bahnhofsbau, wollen wir das als Abendziel so ansehen? Ja, können wir machen. Hm? Weil es jetzt schon 10 nach 11 Uhr. Ja. Mhm.
Dann haben wir das Spiel ein bisschen hergezeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Ruder nochmal so rumreißen. Das sah eine Zeit lang ein bisschen schlecht aus. Ach was. Ich meine, so geldtechnisch sieht es jetzt eh noch nicht unbedingt geil aus. Nein. Ich frage mich, wie man da Geld macht. Die mal Pferde verkauft? Gute Frage, ne? Oder wir müssen irgendwann zu Räubern werden, die andere Städte überfallen. Die Moral geht auf. Eigentlich wäre so richtig als Abschluss wäre ein Saloon eigentlich noch das Geilste, aber... Oh Gott. Ja, das dauert aber sehr lange dann noch. Was ist denn da schon wieder los? Ist einer krank, dann muss man zum Arzt. Nee, dann... ein Dieb hat ein Lagerhaus ausgeraubt. Was? Steht da. Da haben doch die Sheriff-Patrouillen. Verhaftet den Banditen mit einem Sheriff. Das ist Edel. Ja, genau, da haben wir den Revolver. Ist das der Priester? Ernsthaft? Also ein Kleidungsstil könnte er sein, oder nicht? Hat die Kirche noch einen Angestellten? Mosey Betts. Hosey Betts. Und das ist also Auswahl, der so einen langen schwarzen Mantel trug. Mir sagt auch Hosey Betts gar nichts, weil es kann ja sein, dass gleich wieder ein neuer Priester übernommen hat. Könnte schon sein, dass das der Priester war. Müsste ich mal dann reingucken in die Aufzeichnung, wenn ich das nochmal finde. Eigentlich müsste sie so eine Art Kill-Counter. Ding, 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 ding. Hat's den Priester erwischt vielleicht? Dinge passieren. Ja, YOLO. Was ist das jetzt noch? Das ist die fette Getreidefarm. Aber ich glaube, die brauchen wir erst. Dafür brauchen wir aber auch mal mehr Geld irgendwie, oder? Also. Ja, oder sie bringt Geld ein. Ich meine nicht so genau. Eher Nahrung, aber okay. Ja, und dann das zahlen die Mieter, indem sie fleißig kommen. Ja, wahrscheinlich hast du eh recht. Den Wohnhäuser garantiert bezahlen, nehme ich an, aber okay. Wahrscheinlich hast du recht. Ich würde sagen, wir speichern mal, oder? Achso, ich dachte, das machen wir noch als Ziel mit dem Bahnhof. Bist du fertig? Es ist eine Stunde vorbei. Ich sitze seit einer Dreiviertelstunde an diesen Wohnhäusern dran. Du hast gesagt, das. Ja, dass wir in den Bau gegeben haben, das mein Ziel. Als Ziel, oh Mann. Was ist denn das? Dann müssen wir schon noch warten, bis die ganz fertig sind. Vor allem, bis erstmal die Hütte steht und die Hütte steht. Wie viel Pionier? 15, okay. Ja, nee. Das kann sich echt doch hinziehen. Vor allem fehlt uns dann langsam echt mal Personal, weil der Steinmetz ist dicht, das Sägewerk ist dicht, der Holzfäller ist dicht. Früher oder später wird das alles mal ausgehen. Wir haben doch 15 Leute. Und ja, Jake ist ein Pudding. Oder zwei oder drei. Ich glaube, das bezog sich noch auf die Zott-Werbung vorhin, oder? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben ein Achievement bekommen. Nice. Hat sich schon gelohnt. Juhu. Was haben wir denn für eins bekommen? Ich habe es gerade nicht gesehen. Nochmal gucken. Also wir haben den Schreiner, wir haben den Doktor, einen Priester, Steinmetzschneider, Holzhacker. Einige Hilfsarbeiter. Also das vermisse ich am allermeisten. So eine Umschulung oder sowas. Dass ich sagen kann, wir brauchen jetzt einen Jäger und der Jäger kümmert sich um das und das und der Träger macht das und das. Oder?
Ja. Wie wollen wir es denn machen? Magst du weiterspielen? Wir können gerne oder sollen wir sagen, weiterspielen, ja. Das war so ein angespielt. Ja, also wenn es dir gefallen hat, wir können es gerne nächste Woche weiterspielen. Ich habe damit kein Problem. Mir macht Spaß, nur es wird mir zu spät. Ich muss morgen arbeiten. Ja. Das ist so der Hintergrund bei mir gerade. Mhm. Die Frage ist auch, wenn morgen das rauskommt, ob der Safe dann überhaupt noch funktioniert. Oder ob wir dann nicht eventuell eh neu anfangen müssten. Gut, wäre jetzt auch nicht so das Problem. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr über das Spiel. Also ja, stimmt. Vorbauen. Hätte so einen Vorteil, dass wir dann ein bisschen mehr Plan haben. Dass wir beim nächsten Angriff gleich die ganze Stadt losschicken. Also das hat sich wirklich so durch, hat sich belohnt, bezahlt gemacht. Ja. Ja, dann können wir ja noch, können wir uns ja noch überlegen, ob wir da weitermachen. Mhm. Könntest du jetzt ja auch noch kommentieren, ob ihr noch weiter mehr sehen wollt von Depraved. Aber vielleicht echt noch ein Release-Stream, dass wir uns dann nochmal anschauen, was sich so getan hat nächste Woche vielleicht. Was so, ob beim Release noch irgendwelche Features dazu kamen. Ja, Features hinzugekommen, über die wir jetzt noch jammern, dass sie nicht drin sind. Mhm. Ja, können wir machen. Sehr nein, na, dann speichere ich das Ganze mal. Ja. Magst du noch ein Fazit abgeben? An sich ein gutes Spiel, finde ich. Es könnte eigentlich eine Sache noch zusätzlich vertragen, nämlich so eine Art Mini-Quest-Mode. Oder? Punkto so Banditen oder so? Also verhaftet die Banditen kommen, oder? Ja, gut, das kommt halt immer wieder. Das ist ja so ein gängiges Ding. Aber zum Beispiel, nee, ich weiß auch nicht. So Mini-Story halt einfach. Muss ja nichts Großes sein, aber dass da irgendwas, dass du so eine Art Mini-Geschichte noch mit drin hast. Momentan, du baust halt stimmt die Stadt schon, auf, ja. Hast deine Survival Sachen, die du überleben musst, und das Einzige, was dann zwischendurch kommen, sind die Banditen oder wilde Tiere. Mhm. Dass dann vielleicht noch irgendwas ist mit, weiß ich nicht, eine kriminelle Bande zieht durch die Gegend, du musst sie unbedingt irgendwie an Punkt X aufhalten oder so, stelle eine Kavallerie von Stufe X zusammen, um sie aufzuhalten oder was weiß ich, irgendwas, was im Westen halt so los war. Wie es bei Anno ist, irgendwas ist gestrandet und sammle 5 ja. Kisten oder so. Irgendwie sowas. Mhm. Man lässt die hier eigentlich verwirklichen. Oder eine Mine ist eingestürzt, eine Goldmine. Du musst den Leuten da helfen. Mhm. Ja, wäre durchaus eine Idee. Also wenn ihr das hört, liebe Entwickler. Grüße. Die haben wahrscheinlich schon nach so einer Viertelstunde... Oh mein Gott. Die haben ja überhaupt keinen Plan. Ja, also wie gesagt, ich finde es von der Animation her super, echt schön gelungen, schön viel Liebe zum Detail eigentlich. Mhm. Interface-mäßig finde ich es noch ein bisschen mau. Wer ist das Studio? Ist das irgendwas Bekanntes oder ist das was Neues? Evil Byte heißen die, ist was Neues. So. Kleine Indie-Schmiede. Wo kommt's her? Gute Frage, weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal, ich schau mal eben bei Steam war das, ne? Mhm. Sind auf Twitter auch sehr aktiv, was ich gesehen habe. Sobald da jemand irgendwie ein Let's Play hochlädt, retweeten die das immer gleich. Ich bin gespannt, ob die das bei uns machen. Also sie haben zumindest meine Ankündigung... Bemüht, haben uns wirklich echt bemüht. Sie haben zumindest die Ankündigung retweetet heute. Gesagt habe, heute streamen. Und so gleich weitergeleitet. Ich habe auf Deutsch geschrieben, also, aber gut, vielleicht leiten sie auch alles weiter, sobald irgendwie Evil Byte vorkommt. Ach, haben unser Name drin vor, liken, teilen, aber ja. Anzeige ist raus, hier liken, teilen. Also, was ich noch nicht so cool finde, ist halt das Interface. Das ist alles noch sehr klein gehalten und sehr friemelig.
Ja, und das ist bei diesen Spielen irgendwie, also das fand ich auch bei Banished irgendwie, so kleine Schrift, kleine Menüs. Ja. Das tut, glaube ich, auch nicht wirklich besser. Also wette ich stark drauf, dass es nächste Woche vom Interface genauso aussehen wird noch. Die Tooltips sind ganz praktisch. Mhm. Man versteht sie auch nicht über Pizza Connection, so ja. Was will das Spiel jetzt mir. Ja, man ist auch ein bisschen klein gehalten. Aber vielleicht kann ich da noch ein bisschen was tun mit der Auflösung beim nächsten Mal. Ich dann noch was umstelle. Ja, wir haben ja die Optionen. Vielleicht, wenn ich die Auflösung kleiner mache, dass sich dann auch die dass die Schrift erhöht. Müsste man mal gucken, ja. Ja, und das mit den Dingens finde ich noch nicht ganz so einsehbar, was die jetzt genau machen und dass man das mit den Waffen zum Beispiel, dass die nicht einfach eine Waffe nehmen können, das klappt mal und mal klappt es nicht. Und die Berufe, die die haben, dass man die nicht umstellen kann, das ist noch so ein bisschen, ja, friemelig. Und ich weiß auch aktuell nicht, wie man Geld verdienen kann. Miete stand in den Ladebildschirms drin, über die Wohnhäuser. £22 pro Stunde, ja. Und dann? Und mehr ist nicht, oder? Vielleicht später über Handel, wenn du Sachen verkaufst. Wahrscheinlich dann eher, wenn ich bessere Hütten habe. So bessere Häuser, dass sie dann mehr Miete bringen. Das ist auch möglich. Na, beim Handel? Dabei habe ich nur gesehen, dass man Pferde verkaufen kann. Hier, verkaufe ein Pferd für 25. Zack. Achievement bekommen. Hey, hast du nicht vorhin gesagt, das musste übersetzt werden, das Spiel? Da war nicht von Beginn an drinnen, die Übersetzung. Warum? Weil das Spiel aus Deutschland kommt. Ja, okay. Na gut, vielleicht kümmert man sich auch um ein größeres Publikum, weil man es mal auf Englisch macht. Zumindest die Evil Bytes kommen aus Deutschland, wenn man jetzt hier. Developer Evil Byte based in Germany, founded 2015. Steht da wo? Frankfurt. Nee, ich guck grad schon. Also, nimmt das mal bitte positiv auf. Es ist eine super schön designte Homepage. Wenn ihr aber ein Unternehmen seid in Deutschland mit Umsatzsteuer-ID-Nummer, ist ein Impressum Pflicht. Gibt's uns Ärger vom Finanzamt. Gut, dass du es leise gesagt hast. Grüße. Jo. Jo. Also ich würde es gerne weitermachen, würde ich sagen. Das macht Spaß. Mhm. Hat ein bisschen kleinen schwarzen Humor, den wir, glaube ich, auch selbst mit einbauen einfach. Ja. Und ja. Ja, können wir mal schauen, wie sich's weiterentwickelt. Genau. Wie lang es uns Laune macht. Aber ja, wäre schon eine Idee. Und dann spielen wir das einfach nächste Woche nochmal weiter. Jo. Okidoki. Und dann eben mal gucken, ob wir neu anfangen müssen, wegen dem Release dann, der dann morgen kommen soll. Aber wäre eben auch nicht das Schlimmste. Oder? Ja, oder wahrscheinlich. Ich weil dabei steckt man halt echt so ein bisschen. Ich gewählt den Startplatz, aber so richtig genial ist er so nicht, weil der Fluss sehr viel Raum weg, den wir eigentlich zum Bauen bräuchten. Der Berg nimmt sehr viel Raum weg, den wir zum Bauen bräuchten. Und wir brauchen die Ressourcen davon noch momentan noch gar nicht. Stimmt, ja. Ja. Ja, aber du hast eine Idee. Das Geld, ja. Guti. Ja, dann okay. Bedanken wir uns fürs Einschalten, liebe Freunde da draußen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Genau. Ist okay, wenn ich jetzt dein Video sage für dich, oder? Vollkommen in Ordnung. Oh, das guck an. Automatisch drin. Was denn? Wolfsangriff am Ende nochmal. Schauen wir mal, ob es der noch schafft.
Ja, folgen wir noch bis zum Arzt. Ja, aber das ist recht locker. Da kann noch eine Runde laufen. Der kann noch mal eine Runde um die ganze Karte rennen. Herr Doktor, Herr Doktor. Das haben wir gleich. Ritsch, ratsch. Jede Verletzung ist irgendwie humpeln, kann das sein? Und wie schnell der wieder geheilt ist. Ja. Hab gute Drogen bekommen. Bam. Gib das Pferd gleich um. Läuft. Oh Mann. Ja, na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass du dabei warst, Anno. Jo, gerne, gerne. Und danke für die Tipps mit den Einblendungen. Ich hoffe, ihr hattet da Spaß beim Zuschauen. Wird ja schon richtig professionell hier. Langsam. Das wird dir nur so ein Stream-Overlay irgendwie verpassen. Ja, na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann... Bis zum nächsten Mal bei Depraved. Cool. Tschüss.